ihr eure Ausbildung beendet habt, dürft ihr den großen Saal betreten. Fürstin Aribeth hat ihre Abschlusszeremonie für die Absolventen noch nicht beendet. Ihr seid also noch nicht zu spät. Seid gegrüßt. Schön, euch zu sehen. Ich grüße euch. Hallo. Guten Tag. Ja, was ist? Seid gegrüßt. Ich gratuliere euch. Eure Ausbildung hier an der Akademie ist damit abgeschlossen.
Möge euch Tiers Segen begleiten. Ich habe mich schon darauf gefreut, euch zu treffen. Die Lehrmeister in der Akademie sprechen in den höchsten Tönen von euch. Ich bin Fürstin Aribeth de Timarande. Vielleicht können wir uns nach den Abschlussfeierlichkeiten unter vier Augen unterhalten. Niewinter kann jemand mit euren Fähigkeiten gut gebrauchen. Wir sollten dafür sorgen... Wartet! Was war das? Habt ihr das auch gespürt? Bereitet euch auf einen Ansturm vor. Wir werden angegriffen. In den Kampf. Otano, voll dich am Ich muss mit euch sprechen. 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 Hört mir genau zu. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich fürchte, wir sind nicht Opfer eines zufälligen Angriffs geworden. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, wurde aus Tiefwasser eine Reihe von Kreaturen hier in die Akademie gebracht. Man glaubte, aus diesen Wesen die Reagenzien für einen Zauber extrahieren zu können, einen Zauber zur Heilung der Pest. Wir versuchten alles, um diese Informationen geheim zu halten. Aber dieser Angriff beweist, dass unser vermeintliches Geheimnis gut bekannt gewesen sein muss, auch bei unseren Feinden. Niewinter hat viele Feinde. Manche erklären sich in aller Öffentlichkeit, wie etwa die Stadt Luskan. Andere versuchen, ihre Haltung vor uns zu verbergen und aus dem Verborgenen heraus zuzuschlagen. Ich weiß nicht, wer hinter diesem Angriff steckt, aber es ist offenkundig, dass hier jemand versucht, unsere Hoffnungen auf einen Sieg über den heulenden Tod zunichte zu machen. Ihr müsst die Kreaturen aus Tiefwasser beschützen. Sie dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Ich würde euch gern persönlich zu diesen Wesen führen, wenn ich könnte. Aber ich fürchte, meine Anwesenheit würde den Schutz der Kreaturen noch schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich machen. Unsere Angreifer sind hier in diesem Raum erschienen. Wahrscheinlich wurde ihre Ankunft magisch auf meine Person zentriert. Sie haben wohl angenommen, ich befände mich in der Nähe dieser Kreaturen aus Tiefwasser. Selbst jetzt beobachten sie mich wahrscheinlich auf magischem Wege in der Hoffnung, ich führte sie geradewegs zum Versteck dieser Kreaturen. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Ihr müsst allein vorgehen. Geht durch den breiten Gang zurück, der zu diesem Raum führt. Nehmt dann die Abzweigung nach Osten. Sie führt zu den Räumen, in denen die Kreaturen aus Tiefwasser gefangen gehalten werden. Nehmt diesen Schlüssel. Er wird die verschlossene Tür im Osten jenseits des Ganges, der hierher führt, öffnen. Ich werde hier bleiben. Hoffentlich lockt meine Anwesenheit den Feind von den Kreaturen weg, nach denen sie suchen. Beeilung! Geht in die große Halle und dann in die Räume beim Ostgang. Dort werden die Kreaturen aus Tiefwasser aufbewahrt. Das Schicksal Niewinters liegt in euren Händen.
Dieser Schlüssel wird die Tür öffnen. Möge euch Tyr begleiten. Hallo. Ich grüße euch. Guten Tag. Seid gegrüßt. Ja, was ist? Vergeudet eure Zeit nicht damit, mit mir zu sprechen. Rasch, ihr müsst die Kreaturen aus Tiefwasser finden. Die Eindringlinge dürfen sie nicht bekommen. Beeilung! Geht in die große Halle und dann in die Räume beim Ostgang. Dort werden die Kreaturen aus Tiefwasser aufbewahrt. Das Schicksal Niewinters liegt in euren Händen. Dieser Schlüssel wird die Tür öffnen. Möge euch Tyr begleiten. Auf in den Kampf! Kein Erbarmen! Auf in den Kampf!
Zeit zum Sterben. Kein Erbarmen!